So, seid gegrüßt, meine Gehirnzellen. Und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Laber-Video. Und zwar kam ja in letzter Zeit ziemlich gar nichts auf meinem Kanal. Das heißt, seit 13.05. habe ich meinen letzten Pokémon-Part hochgeladen. Kam nichts mehr. Und ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, denn jetzt möchte ich wieder anfangen, ein paar Videos hochzuladen. Ich habe auch schon welche gemacht. In der Zwischenzeit kam bloß noch nicht dazu, die hochzuladen. Weshalb kamen keine Videos? Ja, also abgesehen davon, dass ich ein bisschen Schulstress hatte, kennt man ja, wenn irgendwelche Lehrer meinen, Schulaufgaben schreiben zu müssen, dann schreiben sie das natürlich immer alle fünf hintereinander. Wer kennt es nicht? Das war. Dann andererseits habe ich in letzter Zeit ja meine League of Legends Sucht so ein bisschen ausgelebt. Ich habe mir das ja geholt und da habe ich ziemlich viel Zeit rein investiert. Also ich habe ziemlich viel gezockt. Ja, was heißt ziemlich viel? 2 Stunden pro Tag sind auch nur 2, 3 Games. Aber trotzdem, ich habe das jetzt so ein bisschen exzessiver gespielt. Bin jetzt auf Level 9, also ist auch nicht so weit. Aber trotzdem, ich habe League of Legends gespielt, wenn ich am PC war. Ziemlich häufig. Und wenn ich nicht League of Legends gespielt habe, habe ich zum Beispiel ja gebaut. Das habe ich nämlich in letzter Zeit auch sehr viel auf Minecraft gebaut. Wahrscheinlich sogar mehr als in meiner bisherigen Minecraft-Zeit zusammen. Ich habe nämlich auf dem Zomfort-Server, mc.zomfort.de, das ist ein ja etwas größerer Minecraft-Server. Ein Zombie-Fan-Server. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ist sehr cool da. Wem es gefällt. Freebuild gibt es da, Mob Smasher und es wird eben in Kürze auch Hunger Games geben. Ja, da habe ich erstmal in der Freebuild-Welt was gebaut. Und am Spawn eine riesige Sekte. Habe ich auch größtenteils abgeschlossen. Nur noch die riesige Hauptkirche mit einer riesigen Statue von Dark Dado. Also der dunklen Version von Mao Dado. Das ist hier der Server-Admin. Ja, die muss noch fertig gebaut werden quasi. Aber da baue ich gerade zurzeit auch nicht mehr dran. Und gerade eben baue ich auf dem extra Bauserver für den Hunger Games Server, der ja eröffnet werden soll. Oder man kann schon spielen, aber es gibt nur eine Map quasi. Und auch kein Deathmatch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Da kann man. Da kann man, was wollte ich jetzt sagen mit da kann man? Ne, da baue ich, oder da werden gerade Maps gebaut fürs Deathmatch. Ob normale Maps gebaut werden, weiß ich nicht. Hier auf dem Server fliegen eigentlich nur so Deathmatch-Maps rum und da habe ich in letzter Zeit ein bisschen was gebaut. Und zwar habe ich eigentlich gestern meinen gesamten Tag rein investiert. Da habe ich einfach ein paar Obsidian-Plattformen gespawnt und zwar 4 an der Zahl und in der Mitte noch eine und auf diese 4 Außenplattformen habe ich Skins gepixelt von Zombie, von dem Schlingel 01, von Minzimins und von Maudado, also den Server-Admins bzw. ehemaligen Server-Admins oder de facto Server-Admins, die nichts machen, aber Admin haben und so weiter und so fort. Einfach alles, was hier auf dem Server quasi einen roten Namen trägt. Die habe ich hingepixelt und dann umgepixelt in die Dark-Variante, also Dark Dado, Dunkelzomb, den schwarzen 01 und Finsterminz. Und auf die mittlere Plattform habe ich so eine Art Jedi-Rad gebastelt, kann man so sagen. Und da habe ich dann die Namen der einzelnen Mods des Servers draufgeschrieben. Das Ganze werde ich noch mit Brücken verbinden und so weiter. Mal gucken, ob das dann später mal als Map genommen wird. Ich habe es einfach mal gemacht. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Ich habe da einen Tag rein investiert. Also wie gesagt, zurzeit Minecraft auch noch Bauphase. Dann habe ich hier noch mein Zimmer so ein bisschen entrümpelt am Donnerstag, also heute Samstag. Das hat auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und ich bin gerade so ein bisschen erkältet, das tut mir leid. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht allzu ekelhaft. Es ist übrigens lustig, was man alles für Zeug findet, wenn man mal entrümpelt. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall das Hauptproblem, weshalb keine Videos kamen, ist, dass ich mich so ein bisschen verbessern wollte. Was heißt verbessern? Ich habe
am 13.05. ja meinen letzten Pokémon-Part hochgeladen. Den hatte ich am selben Tag auch aufgenommen. Den durchgerendert und eben hochgeladen. Das Problem war, am nächsten Tag kam ich auf die Idee, weil ich sowieso mal ein anständiges Schnittprogramm gebraucht habe, habe ich mich mal erkundigt. Ja, was da so los ist. Dann habe ich mir mal Sony Vegas geholt. Und das so ein bisschen da Zeit rein investiert, Tutorials geguckt, was man mit Sony Vegas alles anstellen kann und so weiter und so fort. Am selben Tag habe ich noch mein Renderprogramm aktualisiert. Xmedia Recode. Das Problem war, danach hat es nicht mehr funktioniert. Oder es hat schon funktioniert, aber es hat komische Scheißvideos ausgespuckt, sagen wir mal so. Da war der Ton komplett verzerrt und es hatte Ruckler drin, also die Stimme war immer ausgesetzt im Sekundentakt. Also ganz komisch und das hat auch mit einem Re-Upgrade auf die ältere Version nichts mehr verändert. Ich weiß nicht, ob das... Also es war nicht nur bei mir, es war auch bei einem Freund, deswegen dachte ich mir, das muss an dem Update liegen. Dann konnte ich auch keine Videos mehr rendern. Jetzt hatte ich Sony Vegas, mit dem kann man natürlich Videos rendern, habe mich da ein bisschen eingelesen. Das Problem war, bei Sony Vegas konnte ich keine Textmedien einfügen. Da hat es mir immer einen Fehler angezeigt. Ja gut, das heißt, Sony Vegas ist ziemlich für den Arsch jetzt für mich gewesen dann. Also wollte ich es deinstallieren. Das ging nicht, weil irgendwas rumgespackt hat. Und da... Verzeihung. Da mein Computer sowieso in letzter Zeit so ein bisschen rumgespackt hat mit Hochfahrzeiten und so, dachte ich mir doch, ja, komm, setz dir mal deinen Computer neu auf. Habe ich jetzt auch gemacht. Jetzt habe ich einen ziemlich ordentlich aufgeräumten Desktop wieder und deutlich weniger Kram drauf, den man sich mal so installiert, aber irgendwie dann doch nicht mehr benutzt, aber auch nicht mehr deinstalliert und der dann einfach da rumflackt und Speicherplatz verstopft. Ja, dann habe ich meinen Computer neu aufgesetzt. Dann war immer noch die Frage, ja gut, was machst du jetzt zum Videos aufnehmen? Ich habe natürlich Fraps und Open Broadcaster, aber hier, was machst du denn mit Rendern und Schneiden? Dann habe ich mich mal umgeguckt. Dann habe ich ein Programm gefunden namens Lightworks. Dieses Programm ist Freeware. Ist das Freeware? Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall kostenlos, sagen wir so. Es ist ein ziemlich professionelles Programm, also steht auch irgendwie drauf. Hollywood Filmmaker, also da wurden wirklich schon Hollywood-Filme mitgeschnitten. Das Problem ist, es ist einfach, wie der Name schon sagt, für Professionelle und es war für mich im Endeffekt nichts, weil das, was ich für YouTube da so ein bisschen anstellen wollte, das hat irgendwie nicht anständig geklappt und das war einfach zu kompliziert für mich. Und es ist auch eher auf Filme ausgelegt gewesen, also auf Hollywood-Filme, wie der Name schon sagt. Es war zu wenig selbsterklärend und die Ergebnisse, die ich da bekommen habe bei meinem Video, die haben mir nicht wirklich gefallen. Und deswegen habe ich das auch wieder abgesägt. Und als letztes der drei im Bunde der Schnittprogramme, die ich ausprobiert habe, habe ich natürlich noch ein bisschen weiter gesucht und dann bin ich auf ein Programm gestoßen namens Magix Deluxe, glaube ich. Könnt ihr mal suchen, Videobearbeitung. Das letztlich hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir da eine Testversion gedownloadet, habe da 30 Tage quasi Zeit gehabt zum Testen. Habe jetzt auch ein, zwei Wochen lang das Ding getestet auch und geguckt, kann das alles? Es kann tatsächlich alles. Hat mir sehr gut gefallen. Die Videos haben mir auch sehr viel besser gefallen, die da rausgekommen sind. Deswegen habe ich mir die Vollversion geholt. Für 70 Euro ist das auch vergleichsweise sehr billig, wenn man das mal mit Camtasia oder Sony Vegas vergleicht. Und es liefert sehr gute Ergebnisse. Es ist zwar eigentlich eher, glaube ich, so für so Familienväter, die so ein bisschen Hobby filmen und dann ihre Videos zusammenschneiden, aber ich meine, für YouTube ist das alles super ausreichend, was das Programm kann. Ich habe mir auch die höheren Versionen angeguckt, also die Plus-Version, die Premium-Version. Braucht man nicht. Kann bestimmt mehr, aber man braucht es nicht. Für das, was ich mache, brauche ich es nicht. Von dem her hat das super ausgereicht. Und es
kann wirklich alles, man kann sich beschweren, es liefert sehr gute Ergebnisse, also wer mal Videoschnittprogramme sucht, Magix kann ich nur ans Herz legen. Audacity habe ich jetzt auch, dass ich so ein bisschen Audiospurbearbeitung schieben kann. Das ist auch hier mit Audacity gerade aufgenommen, weil ich keine Lust habe, jetzt in irgendeinem Game aktiv rumzuspringen. Ich renne zwar hier gerade in Minecraft noch im Kreis, weil ich irgendwas mit meinen Händen anstellen kann, aber naja, da bin ich nicht abgelenkt beim Reden. So, ja, jetzt habe ich Magix, das habe ich jetzt getestet, genau. Des Weiteren, so zu den Verbesserungen, natürlich mit dem Schnittprogramm und Audacity und so weiter. Die Videos werden jetzt hoffentlich ein bisschen aufwendiger werden. Ich hoffe auch, der Sound klingt jetzt ein bisschen schöner. Ich meine, ich habe jetzt immer noch das Headset-Mikrofon. Das für seinen Preis, also, ich glaube, ich habe damals so 20 Euro für das Headset ausgegeben, weil ich ein möglichst billiges haben wollte. Da war ich auch noch nicht in der YouTube-Ecke unterwegs. Doch sehr gute Tonqualität liefert, vergleichsweise. Natürlich ist das jetzt nicht sonderlich berauschend, aber, berauschend vor allem, ne? Aber ich finde, es macht sich ganz gut und ich hoffe, dass es jetzt auch ein bisschen besser klingt, weil ich ja jetzt Audiobearbeitung so ein bisschen machen kann mit meinem Schnittprogramm. Ich hoffe, da ändert sich so einiges. Ich werde mir auch irgendwann noch ein Standmikrofon zulegen, keine Angst. Das muss natürlich sein, wenn man gute Audioqualität haben will, aber in letzter Zeit, ne, Schnittprogramm, dann habe ich mir noch eine externe Festplatte gekauft und ein neues Virenprogramm, weil ich meinen Computer neu aufgesetzt habe und alles. Das heißt, erstmal nicht. Aber es kommt noch, keine Angst. Ich hoffe zumindest, dass es noch kommt. Und von dem her war es das jetzt, glaube ich, so grob von den Neuerungen. Ja, eigentlich schon. Jetzt habe ich eigentlich erzählt, was ich so gemacht habe, wieso kein Video kam und mit meinen ganzen Programmen und so weiter. Ich wollte mich noch bedanken übrigens für meinen letzten Pokémon-Part. Da habe ich mal reingeguckt, ich habe da 52 Aufrufe und die sind nicht alle von mir. Also von dem her, coole Sache. Finde ich cool, 52 Aufrufe, meine Güte. 43 Abonnenten habe ich zurzeit, finde ich auch sehr cool. Bei 50 Abonnenten habe ich vielleicht schon mal so fallen gelassen. Wenn nicht, kündige ich es jetzt nochmal an. Mache ich als Abo-Special ein Let's Sing Karaoke-Party mit Dani. Ich habe jetzt auch noch zwei Videos aufgenommen gehabt in der Zeit davor, also zwei Challenge-Times. Die sind noch in alter Manier aufgenommen, das heißt, da könnte die Qualität und alles noch ein bisschen schlechter sein. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber ich habe die nochmal komplett neu geschnitten und nochmal komplett neu bearbeitet. Das waren jetzt auch so meine Testvideos für das neue Schnittprogramm. Und ich hoffe, das Ergebnis passt einigermaßen. Mir hat es sehr gut gefallen. Die zweite Runde war ein bisschen fail. Weil das eigentliche Gameplay nur 6 Minuten geht, das Video an sich aber 15, weil wir danach noch rumgelabert haben und ich habe noch rumgejammert. Aber ich verspreche euch, derjenige, der da verloren hat, wird seiner gerechten Strafe zugeführt werden. Meine Güte. Das hat er nämlich sowas von verdient, dafür, was er in dem Video abgezogen hat. Aber ihr seht das noch, das kommt dann später mal. Also wenn in 2-3 Wochen mal ein Video kommt, was irgendwie jetzt ein bisschen scheiße klingt, wundert euch nicht, das ist älter. Es ist Challenge-Time, deswegen kommt das zeitlich ein bisschen, ja, immer versetzt, damit das nicht zweimal in der Woche oder so kommt, das wäre Quatsch. Muss ja Zeit sein für die Bestrafungen. Gut, dann würde ich jetzt einfach sagen, war es das soweit von mir? Ich denke, das dürfte es gewesen sein, ja. An sich dürfte es das gewesen sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Pokémon, Minecraft, was auch immer. Lasst euch überraschen. Und, ja, würde ich sagen, bis dahin. Ciao.